Nico Ockenfels, heute am 9. Februar 2021 mit einem Tiefeinsteiger. Er holt ihn gerade von unten nach oben mit Motor von Cube. Das betone ich deswegen, weil wir gerade eben ein Cube Reaction Pro gedreht haben ohne Motor. Genau. Diesmal wieder back to the roots. ein E-Bike Tiefeinsteiger für 2.499 Euro. Auch das mit einer richtigen Straßenausstattung. Das heißt, damit kann man auch nachts fahren. Ordentlicher Gepäckträger. Unter ordentlich meine ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich der Hammer. Der Gepäckträger ist in den Rahmen integriert. Nico, das ist schon scharf, oder? Ja, das Town, altbekanntes Rad aus dem Cube-Segment. Besonderheit halt ganz klar der Tiefeinstieg. Wir haben ein Rad, was in dem Segment, sprich Trekkingrad, hineingehört und hier im Vordergrund einfach steht, einen sehr komfortablen Einstieg zu haben. Sehr tief. Wir haben hier den Akku nach hinten versetzt. Wir reden jetzt nicht von integriert oder ähnlichem. Hier geht es wirklich darum, den Einstieg so tief wie möglich zu bekommen und ein Rad zu haben, was vom Handling her sehr angenehm ist. Ja, was direkt ins Auge fällt, ist wirklich die unglaubliche, ich sag mal, Robustheit, die das schon durch den Rahmenbau widerspiegelt. Ja. Du hast also keinen aufgesetzten Gepäckträger und ich habe es vorher gar nicht gesehen und es macht mir jetzt schon Höllenspaß, weil du irgendwie das Gefühl hast, dass das ganze Heck irgendwie aus einem Guss ist. Das Konzept, was Cube hier verbindet, ist ja wirklich den Rahmen als Gepäckträgerstütze mit zu integrieren. Dadurch erzielen wir natürlich ein sehr steifes System und hier kommt eigentlich nur noch die Konstruktion, sprich in dem Fall haben wir ein Racktime-System, wo wir Taschenkörbe oder ähnliches einfach draufstecken können und somit das passende Rad finden. Das gleiche gilt natürlich auch für vorne, ob es ein Korb ist. So ein Fahrrad ist für wirklich in die Richtung gehend, ich will schon wirklich sagen, ein bisschen die ältere Kundschaft, die auch noch ein bisschen Angst haben, die einen Tiefeinstieg haben wollen, weil es für sie... Du brauchst mich jetzt gar nicht anzugucken. Dankeschön. Vom Kopf her ein sicheres Fahrrad einfach haben wollen. Vielleicht auch schon immer einen Tiefeinstieg gefahren sind. Und das Handling ist halt hier aber auch nochmal das, was herausragend ist. Das ist jetzt kein Rad, wo ich sage, da fahre ich jetzt durch den Wald, einen engen Parcours oder ähnliches. Wir haben einen relativ langen Radstand, was aber den Vorteil hat, dass es das Rad auch ruhiger macht im Ablauf. Ne? Die Kundschaft, die sich für so ein Rad entscheidet, will auch ganz klar, ob jetzt bei uns an der Saar entlang oder Radwege oder ähnliches. Und das will sie mit maximalem Komfort in der Verbindung der Sicherheit im Kopf, zu sagen, okay, wenn ich da abspringen muss, dann bin ich da ziemlich safe. Nico, wenn du dich mal gerade da hinsetzt, ich mach mal eins, ich lasse es mal gerade auf mich wirken. Das Ding ist total geil. Weißt du warum? Warum? Wegen dem Gepäckträger. Ich habe das. Gefällt dir, ne? Das gefällt mir echt, ja. Weil ich kenne immer nur so klappernde Gepäckträger. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Du hast doch einen engen Draht zu Cube. Also wer jetzt von den Ingenieuren da drauf gekommen ist, kann ich dir nicht sagen. Aber Cube macht das schon durchaus länger. Das ist jetzt nichts, was jetzt in den letzten ein, zwei Jahren da passiert ist. Guck mal hier auf einer Seite nur, damit du auch den Akku rauskriegst. Ja. Der Akku wird seitlich entnommen. Ne? Das ist einfach vom Konzept her auch nicht anders lösbar. Aber hat irgendwie das Gefühl, der Akku versteift den Rahmen nochmal. Dadurch, dass er genau da sitzt an der Stelle, macht es nicht schwerer, sondern er sitzt ja optimal da, genau in der Mitte. Ja. Was aber auch noch mit hinzukommt, ist hier nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben ja auch viele kleine Kunden. Und hier haben wir jetzt gerade als Beispiel das XXS, sprich wir haben Rahmengröße 42. Das ist für ein 28 Zoll Trekkingrad schon außergewöhnlich. Die meisten, sage ich mal, die kleinste Größe ist ein 46er vielleicht. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Das heißt für Leute, die so 1,60 sind? Ja, noch weiter runtergehend. Also 1,50. Wirklich auch 1,50 gehend. Und dann haben wir immer das Problem, ein 28 Zoll baut eh schon höher als Rad. Und wenn ich dann wirklich jetzt nur 1,50 groß bin, dann habe ich ja gefühlt schon ein relativ großes Fahrrad vom Handling her. Oftmals war es dann so, dass viele Hersteller dazu übergegangen sind und haben gesagt, wir machen einfach ein 26 Zoll in Rahmengröße 44 oder 45. Dann wurde das Rad durch das Laufrad schon mal niedriger und kompakter, weil einfach der Durchmesser natürlich kleiner ist.
Aber es war, heutzutage sagt man, es sieht immer dann so ein bisschen aus wie ein Kinderfahrrad. Wenn wir jetzt, absolut, wenn du da jetzt einen 26er Reifen. Und hier geht es ja auch, das Abrollen beim 28 Zoll ist halt ganz anders. Natürlich auch hier die Big Ben Bereifung von Schwalbe, großvolumiger Reifen, um wirklich viel Komfort zu haben, um auch den nötigen Grip zu haben. Klar ist es vom Profil her ein Straßenreifen, aber nochmals, das ist kein Rad für ins Gelände oder ähnliches. Hier geht es wirklich Radwege, Straße, am Wasser entlang, überall, wo es asphaltiert ist, da geht auch mal der Waldweg. Feldweg auch. Feldweg auch, aber man muss natürlich dann immer abwägen irgendwo. Ne? Aber nochmal ganz entscheidend ist wirklich der sehr niedrige Rahmen. Man sieht es ja auch hier, Rahmengröße XXS. Von Mitte Tretlager bis Oberkante haben wir 42 cm und das finden wir nur bei ganz wenigen Herstellern. So, du darfst es mal unternehmen, denn wir möchten das einmal kurz demonstrieren. Du bist ein großer Mann, 1,83, 84? 1,84. So, und du darfst mal mit deinem doch jetzt über 40 Jahren mal vorsichtig da mal durchsteigen. Das war zu schnell, bitte nochmal. Denn ich will mal gerade sehen, wie einfach das geht. Ich gehe jetzt mal genau auf die Höhe von dem. Ja, jetzt muss er nicht. Ich wollte Slow-Mo machen. Slow-Mo machen. Das von selber einstellen. Also einfacher geht nicht, oder? Nee, also wir haben hier vor allen Dingen genügend Platz. Das liegt natürlich auch daran, dass der Akku nach hinten gedreht ist. Dadurch kommt hier deutlich mehr Platz zustande. Und vor allen Dingen halt auch der niedrige Schwerpunkt, auch wie gesagt, der sehr niedrige Rahmen. Ich bin jetzt froh, dass wir auch ein XXS hier haben. Klar, es gibt auch ein S, es gibt ein M. Du könntest das theoretisch mit einem kleinen Finger jetzt einfach jetzt halten, oder? Das heißt, der Schwerpunkt ist ziemlich nah am Boden. Und kleinste Bewegung, das heißt, es ist unglaublich agil und handlich. Ja, das ist einfach der Vorteil. Trotz, dass wir ja auch bei einem 28 Zoll immer von einem etwas trägeren Fahrverhalten halt auch sprechen. Hier geht es wirklich darum, tendenziell geradeaus. Also da fahre ich jetzt keinen Slalom-Parcours mit, weil das ist einfach nicht das Konzept dieses Rades. Natürlich ein ganz klarer, wichtiger Faktor ist ein verstellbarer Vorbau. Warte, ich zeig's mal kurz. Weil wir wollen natürlich eine sehr komfortable Sitzposition haben. Das zeigt auch der Lenker, der in sich eine hohe Kröpfung hat, also die Kröpfung nach oben. Plus dann halt auch nochmal einen weiten Backsweep nach hinten. Also warte, du musst mir helfen. Das war jetzt, also du sprichst von etwas älteren Leuten, darunter mich. Jetzt bitte mal ganz von vorne, also, Vorbau. Vorbau, ja. Im Neigungswinkel veränderbar, ja. Nach oben raus. Das heißt, ich erziele im Endeffekt eine höhere Position. Es wird auch ein bisschen kompakter dadurch, ja. Aber es geht einfach darum, um die ganze Lenkereinheit weiter nach oben zu bringen. Okay. Grundlegend ist der Lenker aber in seiner Kröpfung, das heißt die Kröpfung nach oben, ja. Schon relativ hoch. Okay. No? Dadurch kommt der Lenker ja wieder etwas höher. Mhm. Und dann ist nochmal entscheidend, wo ich im Prinzip dann auch die Reichweite nochmal etwas mit verändere. Zeig das mal gerade, die Reichweite. Ist der sogenannte Backsweep. Das heißt, ist die Kröpfung, die der Lenker nach hinten macht. Die es unglaublich komfortabel auch macht zu fahren, oder? Also relativ hoch. Wenn es jetzt wenig Backsweep wäre, dann wäre es so, wie meine Hand quasi gerade geführt ist oder vielleicht sogar ganz gerade. Aber wir haben immer einen leichten Backsweep nach hinten drin, damit auch das Handgelenk immer noch etwas unterstützt ist durch die Kröpfung nach hinten. Ich zeig das mal gerade, wir haben ein anderes Fahrrad, da ist der Lenker fast komplett gerade. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Hier Kröpfungen drin, ne? Man sieht das auch hier, hier ist der ausgehende Punkt. Das wäre schlussendlich gerade und das ist die Kröpfung, die im Endeffekt der Lenker jetzt nach hinten macht. Mhm. Auch hier komfortablere Sitzposition und das ist hier nochmal verstärkt durch den höheren Lenker und die weitere Kröpfung nach hinten. Auch der Griff mit dieser Unterstützung hier drin, dient ja dazu, dass mein Handgelenk gerade bleibt und nicht die seitliche Kröpfung macht, wo im Prinzip dann auch Karpaltunnel, sprich die Durchblutung gestört wird und ich dann dieses Kribbeln in die Hände bekomme. Das Einschlafen. Das einschlafende Hände ist nichts anderes wie ein Durchblutungsmangel. Und der Griff unterstützt das halt auch nochmal, damit mein Handgelenk wirklich, ich zeige das jetzt gerade nochmal auf dem Rad, gerade verläuft. Mhm. Ne? Und das ist. Warte, ich zeig dich mal gerade komplett. Du bist jetzt eigentlich zu groß für das Fahrrad. Ja, ganz klar viel zu groß, aber du kannst sehr schön zeigen, wie aufrecht man darauf sitzt. Das heißt, wenn jemand jetzt noch ein bisschen kleiner wäre, würde er ja auch aufrecht sitzen. Ja, wir haben durchweg halt eine sehr komfortable Sitzposition. Das ist auch wichtig, weil wir gehen hier. Der Grundgedanke dieses Rades ist die Sicherheit des Fahrers. Einfach, ich kenne das von früher. Keine Angst. Genau. Ich will keine Angst haben. Ich will
im Endeffekt vielleicht auch noch ein Rad haben, was einen Rücktritt hat. Also auch die Town-Modelle gibt es mit Rücktritt. Die Town-Sport-Modelle sind immer mit Kettenschaltung. Das noch als Unterschied dazu zu sehen. Und wenn wir eine Nabenschaltung haben, gibt es dann halt auch die Option, ob sie eine Rücktrittbremse hat. Meistens dann in der Bezeichnung vom Produktnamen RT für Rücktritt. Und die Sport halt immer mit einer klassischen Kettenschaltung und dann natürlich halt auch mit einem Freilauf. Kettenschaltung ist natürlich auch nicht anders. Nabe ist dann da drauf mit Rücktritt. Da ist dann eine Nabenschaltung. Nur da funktioniert der Rücktritt. Und auch wichtig, warte, wir haben trotz Rücktritt, von früher kennt man das so, dass ich dann nur eine Handbremse habe. Zwei. Ein Rücktrittsrad hat auch immer zwei Handbremsen. Viele tun sich schwer, den Umstieg zu machen, weil sie im Kopf immer noch Rücktritt bremsen. Die effizientere Bremse ist die Fingerbremse. Ja klar, weil ich habe hier viel mehr Gefühl wie in meinem gesamten Oberschenkel oder vor allen Dingen das Problem, dass ich nie optimal stehe. Um optimal bremsen zu können, muss ich folglich eigentlich in der Parallele stehen, um dann nach hinten zu drücken. Okay. No? Das heißt, ich muss auch, aber unten kriege ich die Kraft nicht. Ja, damit es auch schnell gehen soll, dann. Genau, genau. Aber es ist einfach im Kopf immer noch so verankert. Man ist es nach 20, 30, 40, 50 Jahre lang so gefahren und dann tut man sich einfach schwer, den Umstieg zu machen. Es fängt gerade an, bei mir so Klick zu machen im Hirn, denn mein Fahrrad früher hatte auch einen Rücktritt. Torpedo-Dreigang, kennst du noch? Mhm. Die automatisch geschaltet hat beim Hochschalten? Ja. Wenn man so kurz mal zurück. Also, im Prinzip ein sehr sinniges Rad. Wir haben noch überhaupt nicht über Newtonmeter Motor. Ich glaube, das ist auch hier vernachlässigbar, weil der Motor, der drin ist, ist ein Performance-Motor drin von Bosch. Hier ist einfach der Punkt, der Performance-Motor ist für mich mit der beste Trekkingrad-Motor. Es braucht nicht immer ein CX oder ähnliches, weil er ist im Verhältnis auch deutlich leiser. Na, er hat nicht so eine hohe Geräuschentwicklung wie der Performance CX. Newtonmeterzahl, ganz ehrlich, reicht bei weitem aus. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, warum haben wir keinen 625 Wattstunden Akku? A, geht's nicht in der Bauform, weil es gibt nur integrierte Akkus 500. mit 625 Wattstunden. Hier haben wir 500. Ist aber auch, wie gesagt, für diesen Bereich mehr als ausreichend, weil ich komme auch mit so einem Akku, und dann reden wir jetzt nicht von exorbitanten Steigungen oder ähnlichem, gut auch von der Reichweite mal 150 Kilometer, sofern ich nicht nur im Turbo-Modus unterwegs bin. Wenn ich es drauf ankommen lasse. Genau. Genau. Warte wichtig mal kurz. Ist halt auch nochmal Thema Sicherheit. Ich habe ein großes Display, sprich das Intuvia-Display. Wir haben hier viele Räder, wo wir auf das kleinere Purion gehen. Manch einer hat einfach das Problem, er kann es schlecht lesen. Ne? Ist jetzt gerade auch wieder die Entfernung, wo man sagt, ich lese ein Buch, da brauche ich eine Lesebrille. Also ich habe einen Weitwinkel drauf. Ich gehe mal gerade ein Stück weg und die Null, die Null kannst du immer noch lesen. Genau. Genau, also das ist hier die Geschwindigkeit. Oben habe ich im Prinzip den Akkuzustand. Uhrzeit. Die Unterstützung, sage ich, ist immer auch halt Gefühlssache. Wenn ich jetzt merke, ich bräuchte mehr Unterstützung, drücke ich halt einfach auf das Plus und dann habe ich mehr Unterstützung. Genauso geht es umgekehrt. Das ist eine Sache, da muss ich mich jetzt nicht dran fixieren, bin ich jetzt im Sport oder bin ich jetzt im Eco. Klar, Beleuchtung geht auch relativ einfach darüber an und aus. Und der E-Button ist der Informationsbutton, wo ich also die verschiedenen Parameter, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit, Reichweite, dann halt auch nochmal sehe, wie wir es von einem klassischen Kilometerzähler her kennen. Das ist ein tolles Fahrrad, auch als Firmenfahrrad, finde ich, weil du eine komplette Ausstattung hast. Du hast einen sehr tiefen Einstieg, das heißt, da kann jeder mitfahren, Männlein, Weiblein. Du hast eine gefederte Sattelstütze, sehe ich. Das ist natürlich sehr komfortabel. Genau, also hier auch nochmal der Punkt Komfort. Man sieht es ja auch schon an dem Sattel an sich. Wir gehen hier durchaus auch von Fahrern aus, die nicht so häufig fahren oder vielleicht auch doch in der Jeanshose fahren, weil sie einfach sagen, Fahrradklamotten, das will ich alles nicht, ich will ein bisschen Fahrrad fahren, aber nicht noch extra Kleider. Wir haben hier auch einen eigenen Cube-Sattel, also es gibt eine eigene Kollektion, in dem Fall mit einem Gelpolster mit drin. Man sieht es auch hier sehr, sehr gut in der Ausprägung des Sattels. Und hier ist es für Cube natürlich auch ganz wichtig, Sättel zu konzipieren, die immer zum Rad halt auch passen. Und wir brauchen grundsätzlich bei einer aufrechten Sitzposition auch einen etwas breiteren Sattel, weil durch die aufrechte Haltung gehen die Sitzknochen etwas mehr auseinander. Bei einer Frau sind die Sitzknochen prinzipiell weiter auseinander. So, ich habe das ja mal gesehen. Genau. Ja. Und entscheidend ist halt wirklich immer, weil viele sagen, boah, der muss noch viel breiter sein, ich brauche da ganz, ganz viel Komfort. Entscheidend ist der Sitzknochen. Nicht der Po. Also ich kann nur eins sagen aus eigener Erfahrung, das ist ein Sattel,
da kannst du mich mit jagen, weil der tut mir sau weh nach einer Zeit, ist aber für kurze Fahrten genial. Also wenn du mal eben Brötchen holen fährst, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und das nur zweimal die Woche, da ist der super. Meine Erfahrung ist lieber ein bisschen härter. Es gibt ja spezielle Sattel. Du kannst auch den Hintern vermessen. Du hast unten so eine Einheit, da kann man Abdrücke machen vom Sitzknochen. Es lohnt sich, also wenn jemand Schmerzen hat, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es liegt am Sattel. Ich meine, das tut am Anfang da ein bisschen weh bei der Saison, aber wenn du einen richtigen Sattel hast, hast du überhaupt keine Schmerzen. Ich habe 10 Sattel ausprobiert, dann haben wir meinen Hintern vermessen, dann hat es funktioniert. Ja, also klar, es ist der direkte Kontaktpunkt zum Fahrrad. So gesehen ist das gesamte Gewicht des Rumpfes liegt da drauf. Und hoch, und du sitzt ja jetzt. Genau, und entscheidend ist wirklich immer, dass der Sitzknochen absolut richtig sitzt. Ja, wir Männer haben auch das Thema Taubheitsgefühle etc. Der Winkel spielt halt auch eine große Rolle, aber der Gelsattel ist für die kurzen Distanzen und mittleren Distanzen durchaus sehr, sehr gut. Das Problem ist, wenn du sagst, du fährst 100 Kilometer, auch das weiche Gel ist irgendwann mal durchgedrückt und dann wird es ja auch wieder hart. Mhm. Ne? Deswegen auch der Punkt, ich brauche nachher den passenden Sattel, im Optimalfall halt auch eine richtige Radhose mit einem Sitzpolster drin, um wirklich optimal sitzen zu können. Ne? Also Gel ist auch kein Zauber, wo man sagt, okay, wenn es ein Gel drin hat, dann kann ich ja hunderte von Kilometern fahren. Genau, das Gegenteil. Das ist falsch. Also ein Gel, kurze Distanzen, Einkaufsfahrrad, Korb vorne dran, Korb hinten drauf, mach meinen Einkauf im Umkreis von 15 Kilometern. All das ist möglich, aber natürlich ist es auch ein Rad, wo ich eine 100-Kilometer-Tour mitmachen kann. 2.499 €, genau. In der Ausstattung, Cube ist dafür bekannt, günstige Räder zu bauen im Vergleich zum Wettbewerb, also mit den gleichen Ingredienzien, die hier eingebaut sind. Also hier ist ja jetzt Qualität verbaut, Bosch, 500 Wattstunden, du hast tolle Reifen drauf, du hast dieses wahnsinnige Design vom Rahmen, was ich noch nie gesehen habe. Also das, keine Ahnung, das gab's schon? Ja, das gibt es schon ein bisschen länger. Ich habe es nicht gesehen. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr auch schon die Town-Modelle gefilmt. Aber der Unterschied ist jetzt hier nochmal, dass die Räder klar eine andere Farbe bekommen haben. Es hat sich vom Rahmen jetzt nichts mehr verändert. Aber wir haben das Town immer nochmal wirklich mit im Programm, weil es ein wichtiges Rad ist. Und weil wir gerade auf den Faktor durchaus, ich sage das bewusst, ältere Kundschaft, die einen Sicherheitsgedanken einfach haben oder Angst vielleicht auch haben, Fahrrad zu fahren. Jetzt sind sie vielleicht früher eh schon nicht so gerne Fahrrad gefahren. Jetzt kommt der Mann noch mit um die Ecke. Ah, jetzt hätte ich aber gern, könnten wir doch E-Bike fahren. Damit kommen wir jeden Berg hoch. Und hier zählt wirklich der Vordergrund Sicherheit. Gerade auch wenn man, sage ich mal, vom Gleichgewichtssinn ein bisschen Probleme hat. Nicht nur jetzt auf Frauen bezogen, sondern wirklich im Allgemeinen haben wir für die Town-Serie wirklich die Kundschaft 50, 60, 70 plus. Also kann man ganz klar so sagen. Gut. Das heißt, da vorne die Gabel, das ist eine Stahlfeder drin? Ja, wir haben eine Stahlfeder, sie lässt sich aber auch blockieren. Das heißt also, über diesen Hebel hat man eine zusätzliche Lockout-Funktion. Das heißt, die Gabel ist komplett blockiert. Und wenn ich sie öffne, habe ich halt den ganz normalen Federweg. Ist aber eine Sache, die in dem Fall so gut wie gar keiner benutzt. Ja? Man muss aber trotzdem zeigen, nicht, dass sich einer mal beschwert und sagt, die federt ja gar nicht. Dann hat vielleicht einer aus Spaß mal das reingedreht. Genau, also es wird selten genutzt. Das Rad hat es aber, nochmal zum Preis, 2.499 ist ein fairer Preis. Cube ist durchaus immer sehr, sehr preisaggressiv, was den Wettbewerb angeht. Sie bieten innovative Sachen, also gerade auch Thema Gepäckträger, wo dir jetzt auch gut gefallen hat. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, man hat irgendeinen Rahmen. Ich denke immer an meinen Sohn, den ich da mitnehme und der bei normalen Gepäckträgern, ich hätte ja früher so Drahtgepäckträger, die haben den hin und her gewackelt, aber hier hast du so wirklich das Gefühl, klar, der darf sich da offiziell nicht draufsetzen, sie tun es aber. Ja. So, und das ist doch sehr stabil, oder? Das ist auf jeden Fall sehr stabil und dennoch Kindersitz würde ich jetzt nicht drauf machen. Aber egal, das ist aber auch nicht unbedingt das Konzept. Entscheidend ist hier viel, viel wichtiger, ein Korb, eine Tasche, all solche Sachen sind hier machbar. Sehr schön. Nico Ockenfels, tolles Konzept. Was heißt das hier? T-O-W-N? Town. Oh mein Gott. So heißt das Fahrrad. Ja, ich habe es von oben nach unten gelesen. Auf die Idee kam ich nicht. Also Town Sport Hybrid Pro 500, ein Trekking-Fahrrad für alte Leute. Nee, Spaß beiseite. Für Leute, die gezwungen werden, von ihrem Mann Fahrrad zu fahren und dann aber was Sicheres brauchen, bei dem sie satt auf der Straße liegen. Das heißt deswegen auch eine Vordergabel gefedert, die sich auch anpasst.
die große Reifen hat, auf Wunsch einen Rücktritt. Das ist also auch eine tolle Geschichte. Ja. Ist das viel teurer, ein Rücktritt? Ein Rücktritt ist teurer, aber aufgrund der Narbe, weil die Narbenschaltung mehr kostet wie eine klassische Kettenschaltung. Sagen wir mal um die 100 Euro, wenn wir die vergleichbare Ausstattung oder sowas nehmen. Es gibt auch da in der Serie verschiedene Preispunkte. Ja, das kommt immer darauf an, wie man das haben will. Für denjenigen, der sagt, ich fahre das jetzt schon 50 Jahre Rücktritt, die sind schwer davon zu überzeugen auf zwei Handbremsen, weil es einfach so im Kopf verankert ist und einfach die Angst halt mitfährt. Man kann es ja dann noch probieren. Wir haben hier die zwei Handbremsen, das heißt also, da kommt auch der Weg zur Umstellung, weil wenn man dann mal selber merkt, Mensch, das geht ja doch viel, viel besser, ist der Rücktritt dann auch hinfällig. So, wenn ich dann beide Handbremsen dann demontieren lasse, der Aufpreis kostet dann wie viel? In dem Sinn lohnt es sich nicht, von dem Bereich umzubauen. Aber es geht hier nur darum, ich habe ja auch mit einer Achtgangnarbe eine große Bandbreite. Es gibt eine Achtgangnarbe dabei, genau, ja. Weil ich habe früher die Fichtel und Sachs hatten immer Dreigang. Nee, wir haben schon mehr, also Dreigang haben wir jetzt nicht mehr. Acht, okay. Ja. Sehr schön. Nico Ockenfels, Recycle, du hast einen Versandhandel. Auch hier, wie für alle Fahrräder, du hast jetzt ein paar bekommen. Auch wieder der Hinweis, wir haben jetzt den 9. Februar, wenn Ihnen das Fahrrad gefällt, die Größe gefällt, schlagen Sie zu, kann man ganz klar sagen, denn du verhandelst jetzt schon mit vielen Lieferanten über 2022. Also da geht es nicht noch, Ockenfels, wir haben noch was auf Lager, wie viel wollen Sie noch, sondern wie viel sind Sie denn bereit, 2022 abzunehmen? Ist das so? Ja, wir haben zum einen den Punkt, dass viele Räder durchlaufen werden, weil einfach Produktionen etc. Also durchlaufen heißt, kommt kein neues Modell. Genau, es kommt kein neues Modell. Also das läuft dann von dem Modelljahr 21, 1:1 in das Modelljahr 22, gleiche Farbe, gleiche Ausstattung etc. Dazu werden viele Hersteller übergehen. Die Situation, wie du sie schon beschreibst, ist einfach eine extreme Verknappung, die wir gerade haben. Ist dem geschuldet, dass wenn natürlich bei so einem Fahrrad ein Bauteil fehlt, ob es jetzt das Schaltwerk ist, ob es der Gepäckträger ist, ob es jetzt das Bosch-System ist, dann baust du das Fahrrad einfach nicht. Und egal in welchen Belangen, ob es auch, egal welches Rad, welches Teil es am Fahrrad ist, es gibt einfach Produzenten oder Lieferanten, die nicht so produzieren können, wie sie gerne möchten. Einfach global gesehen. Dazu gehört auch ein Shimano ganz klar mit dazu, wo man sagt, Mensch, die sind ja weltweit, verkaufen die. Es gibt Komponenten, ob das jetzt auch ein XT-Schaltwerk ist, ob das jetzt eine Nabenschaltung ist. Die Lieferzeiten sind exorbitant nach oben geschossen. Und jeder, ob es jetzt, sage ich mal, die Marken selber sind, ob es die Industrie ist oder auch wir, müssen unser Planungsverhalten ändern. Und darum planen wir jetzt auch schon Räder, die durchlaufen, vielleicht sogar auch Räder, die dann erst kommen. Aber das sind immer noch Sachen, die stehen noch so ein bisschen in der Glaskugel, weil natürlich wir auch abwarten müssen, wie jede Marke da entscheidet. Da ist ja immer die Geschichte, Mensch, jetzt kommt was Neues und das wollen wir nicht so früh präsentieren. Ich glaube aber, dass die meisten jetzt auch in dem Fall nicht so viel Angst haben müssen, jetzt dieses Jahr was zu kaufen. Und für das Modelljahr 22 gibt es was ganz Neues, Revolutionäres. Das wird jetzt so schnell nicht passieren. Also davon schließe ich das mal aus. Klar, wir werden immer mehr Reichweiten generieren über größere Akkus oder Ähnliches. Aber für den Kunden, der sich dafür interessiert, ist das nicht relevant. Weil was will er mit einem 700 Wattstunden Akku, den 500 kaum leer gefahren. 500 noch niemals bei 3 Fahrradtouren leer gefahren bekommt. Also da muss man auch am Boden bleiben. Was abzusehen ist, sind Preiserhöhungen. Das steht durchaus im Fokus, jetzt im Laufe der Saison auch schon. Genau, du hast mir das erzählt, dass das Thema Container sich fast verfünffacht, versechsfacht, versiebenfacht hat, die Kosten. Das heißt, es gibt ein Pokern um Container von Fernost nach Europa und die werden zwar hier zusammengebaut oder zum großen Teil bei Cube, aber die Rahmen müssen irgendwo herkommen. Genau, es sind schlussendlich auch die Komponenten, ob es jetzt dann auch wieder das Shimano-Produkt ist, das kommt von Fernost, da ist auch nicht angedacht, in Europa Produktionen oder Produktionsstätten zu eröffnen. Aber wer weiß. wir werden es mal noch sehen, aber natürlich alles, was Bosch oder so ist, wird ja schon in Europa gefertigt, aber wir brauchen dennoch immer noch Teile aus Fernost und da sind die Lieferketten, man kann es wirklich sagen, extrem gestört und die Preise explodieren enorm. Darum sind manche Hersteller auch gezwungen, die Preise jetzt anzupassen.
immer in dem Bereich, wir haben es bei Cube jetzt auch durchaus schon, bis maximal 50 Euro, was noch sehr human ist. Wir haben aber auch Hersteller, die Preiserhöhungen zwischen 5% und 10% fahren. Und ich glaube auch, dass wir im Modelljahr 22 mit einer Preiserhöhung rechnen müssen. Und nochmal, ganz wichtig, wir wollen keinem jetzt schnell ein Fahrrad verkaufen, aber derjenige, der für dieses Jahr noch ein Fahrrad möchte, muss sich relativ schnell entscheiden oder zumindest mal auch schon beraten lassen. Ob er das bei uns kauft, bestellt, wie auch immer, oder woanders. Er wird es im Endeffekt dann sehen, wenn er in die Läden reingeht, wenn er in die Online-Shops anguckt, dass dann bei weitem nicht die Auswahl vorhanden ist, wie sie sonst eigentlich wäre. Prima. So, ich verweise noch ein kleines Video, vielleicht zunächst deine zwei Outlets. Du hast einen hier in St. Wendel, das ist im nördlichen Saarland, und einen in der Nähe von Saarbrücken, hast aber den Versandhandel auf recycle.de. Und ich verweise noch auf ein kurzes Video, haben wir gedreht. Dieses Fahrrad hier hat mich auch ziemlich angefixt. Wenn du es nochmal kurz rausziehst, da mache ich gerade einen Querverweis. Ja. Ein Husqvarna, einmal als Mädelsversion, einmal als Jungsversion. Und auch da nochmal bitte kurz den Namen. Das hier ist das Husqvarna Cross Tourer 4. Genau, Cross Tourer 4, auch ein tolles Fahrrad mit quasi Tiefeinstieg, nicht ganz so tief wie das andere. Es gibt einen Tiefeinstieg, gibt einen Tiefeinstieg. Das ist die klassische Damenvariante, das ist die Herrenvariante. Hier hatten wir genau das gleiche Thema, sehr niedrige Rahmen, 27,5 Laufradkonzept. Also das ist dann im Vergleich zu dem Town die sportlichere Variante. Genau, wenn du das mal gerade ein Stück rausziehst noch, dann kann ich nämlich die Moderation machen auf das Video. Ich werde es euch dahinter verlinken. Liebe Fernsehzuschauer, geht in YouTube rein, German Television, da könnt ihr dieses Fahrrad dann auch sehen. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen bei dem Fahrrad. Also wir haben es komplett erklärt mit allen drum und dran. Ja, vielen, vielen Dank, Nico. Und das Modell, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, war von Cube, heißt? Genau, das ist das Town Sport Pro. Das Town Sport Pro. Danke, Nico. Ich filme gerade noch mal einmal kurz das Preisschild ab. Dann haben Sie alle technischen Daten. Das Town Sport Pro Hybrid 500 Trekkingfahrrad 2021. Tschüss, Nico. Ciao, Sven.